Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bunte Liga. Hallo. Die Bundesliga hat ja jetzt wieder angefangen. Zum Glück. Ja, genau. Es hat lange genug gedauert. Die Pause ist immer ein bisschen lang. Aber ich denke, da gibt es ein bisschen was zu sagen. Reden wir ein bisschen drüber. Sagen noch ein bisschen was zur Pokalauslosung. Und Genau. dann war es das also auch schon für die Woche. Genau. Ja, dann fangen wir einfach mal an mit dem Bundesligaspieltag. Fangen wir ganz kurz mit dem Freitagsspiel an. Bayern München gewinnt 3 zu 1 gegen Leverkusen. Es war ein ordentlicher Auftakt, würde ich sagen, von Bayern München. Aber man hat auch gesehen, die Abwehr hat noch deutliche Schwächen. Ich würde mal Ja. sagen, wenn Leverkusen die Chance genutzt hätte, wäre das Spiel mindestens mal 3 zu 3 ausgegangen. Das glaube ich allerdings auch, ja. Und da müssen sie sich noch verbessern. Aber man muss auch sagen, dass Leverkusen es vorne, mal abgesehen von der Chancenverwertung, teilweise auch echt ganz gut gemacht hat. Dafür, dass zum Beispiel Chicharito nicht mehr Ja, da ja. ist. Oder. Der vielleicht dann die Dinger reingemacht hätte. Richtig, ja. Oder auch ein Calhanoglu, der ja oft auch richtig gut war im Bälle verteilen. Es hat trotzdem echt gut funktioniert. Sie haben die Lücken, die Bayern doch noch hatte, eigentlich ganz gut genutzt Auf und jeden sind Fall. gut reingestochen. Ja, wie gesagt, die Chancenverwertung war das Problem. Wenn sie das in der Saison ablegen, also wenn sie schon besser verwerten, denke ich, das ist ein Top 3 oder Top 4 Platz für Leverkusen drinne. Denke ich auch, ja. Und was man auch in dem Spiel gesehen hat, zum Videobeweis jetzt, der kam direkt im ersten Saisonspiel direkt zum Einsatz und ist auch da eigentlich ganz gut, weil der Schiri hat es nicht gesehen. Ein Foul war es, da sind Ja, wir uns, denke ich, alle definitiv einig. der Elfmeter. Und ja, hat gut funktioniert. Samstag in der ersten Halbzeit ist es ja leider ausgefallen. Aber dann auch Sonntag wieder beim Frankfurt-Spiel ist vielleicht wirklich für einen Linienrichter in dieser Situation der Schnelligkeit immer ein bisschen schwer zu sehen. War aber abseits und hat auch da gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Also die ersten beiden Entscheidungen, der Elfmeter für Bayern München, es war einer und es hat auch nicht wirklich lange gedauert. Es waren Nee. vielleicht wirklich 30 Sekunden, dann war das Ja. Ding entschieden und auch am Sonntag. Es waren ja zwei spielentscheidende Szenen. Mit dem 3-0 war das Spiel für Bayern entschieden und beim 0-0 ist weiterhin alles offen bei Frankfurt gegen Freiburg. Also dementsprechend hat er gut und ordentlich funktioniert. Wie gesagt, Denk ich auch, ja. ich glaube, das war eine ganz gute Idee. Das denke ich auch. In England gibt es den ja auch schon jetzt die zweite oder dritte Ich Saison. weiß es nicht, aber es gibt den Aber schon. es gibt ihn schon länger als in Deutschland jetzt und da hat sich auch noch keiner beschwert, glaube ich. Genau. Gut, dann kommen wir zum Samstag. Ja. Da waren nicht so viele Überraschungen, würde ich jetzt sagen. Das stimmt. Waren gerade in der ersten Hälfte waren sehr, sehr wenig Tore. Ich glaube, drei in allen Partien. Ja, das war noch ein bisschen Sommermüdigkeit vielleicht. Ja, ein bisschen Zurückhaltung im ersten Saisonspiel. Aber Schalke zum Beispiel dann im Topspiel am Abend hat einen ziemlich guten Job gemacht, würde ich sagen. Die haben wirklich gut gespielt gegen Leipzig. Leipzig hat in der ersten Hälfte richtig gut gegengehalten. Aber da war dann auch vielleicht das Zusammenspiel mit den paar Neuen noch nicht so da, dass es zum Ende hin ein bisschen nachgelassen hat. Ja, Schalke mit dem neuen Trainer. Also, es hat mich überrascht. Bei Schalke weiß man ja immer nicht so. Die haben ja in letzter Zeit, in den letzten Jahren viele neue Trainer gehabt, aber die haben wirklich defensiv kompakt gestanden, offensiv gut gespielt. In der zweiten Halbzeit dann viel gekontert, was sie auch sehr, sehr gut gemacht haben, insbesondere beim 2 zu 0, Konoplianka. Und dann defensiv haben sie zwar am Ende nur noch die Bälle rausgeschlagen, vielleicht die letzten 10 Minuten, aber auch das muss man erstmal gut und ordentlich hinbringen, Ja, sodass Leipzig das nicht mehr denke die ich auch. großen Chancen hat. Und was man sieht, ist, also ich meine, Tedesco ist ja ein richtig junger Trainer und Trainer auf Schalke haben es ja nicht immer einfach, gerade wenn man so jung ist. Aber der scheint den Spielern wirklich viel Vertrauen zu geben, weil Konoplianka war ja jemand, der letzte Saison nicht gerade die beste Saison gespielt Ja, hat. fast aussortiert wurde sogar von Ja, Weinziel. und kriegt jetzt das Vertrauen, hat im Pokal richtig gut gespielt, hat jetzt wieder in Und der auch Liga in der Liga, getroffen, ja. also der macht sich langsam. Und ich denke, dass der da auch noch einiges reißen Es kann. ist vielleicht auch dieser Kumpelfaktor. Ich meine, der Trainer ist 31, Nagelsmann war 29, wo er angefangen hat. Jetzt ist er Ja. 30 und der ist so alt wie die Spieler. Manche Spieler sind ein, zwei Jahre älter. Also es ist Ja. wirklich noch auf einer Wellenlänge und er erreicht die und er weiß noch, Das was die stimmt, Spieler so ja. wollen. Und das ist vielleicht auf Schalke, gerade wo sie ja alle Kumpels sind im Ruhrpott, vielleicht eine Ja. ganz gute Kombination. Also Das ist denke ich was auch. zuzutrauen. Ich denke, international werden sie nächstes Jahr wieder dabei sein. Das denke ich auch, ja. Und ich denke, dass Schalke, die haben ja auch noch ein paar Verletzte und so, wenn die auch wieder komplett zurück sind,
werden die auch, glaube ich, eine richtig gute Rolle dieses Jahr spielen. Und auch, ich rechne ihnen einen Champions League Platz ein. Ja, so zwischen 3 und 6, wie gesagt. Das Ja, das ist denke ich möglich. auch. Aber nach dem ersten Eindruck würde ich sagen, gehören sie Noch eher besser. zu den Ja. Champions League Plätzen Ja. 3 bis 4. Ja. Und ja, was es noch bringt, werden wir sehen. Aber das ist jetzt so die Ist erste ein guter, auf Einschätzung. jeden Fall ein guter Auftakt für Schalke, sehr beruhigend. Also Genau. Pokal gewonnen, erstes Ligaspiel gewonnen, da kann es Ja. jetzt richtig losgehen. Ja, dann mal zu den Aufsteigern oder erstmal zu einem Aufsteiger. Hannover 96 war ja von vielen so gehandelt worden, naja, das ist der sichere Absteiger, so 17, Ja, 18. ja. Nach dem ersten Spieltag kann man das auch nicht widerlegen. Man weiß nicht, was die Saison noch bringt, aber sie haben in Mainz gewonnen, 1-0. Für mich überraschend. Ich dachte, Mainz wird vielleicht eine bessere Saison oder bessere Saison spielen als letztes Jahr. Gerade Hannover ist in Anführungsstrichen ein leichter Auftaktgegner zu Hause. Und da haben sie verloren. Sie haben auch relativ ideenlos gespielt, die zweite Halbzeit. Es kam nicht mehr viel nach vorne von Mainz und Hannover hat es clever gemacht mit dem Tor von Harnik. Und dementsprechend würde ich sogar sagen, verdient gewonnen. Denke ich Und auch. ja. Ja, und Harnik ist halt jemand, der ist immer für ein Tor gut, jedes Spiel. Der kann wirklich 89 Minuten nicht zu sehen sein. In der 90. Minute kriegt er einmal vorm Tor den Ball und der ist drin. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, den Hannover im Moment hat, dass selbst wenn ein Spiel langweilig ist und wirklich nicht viel passiert, dass sie trotzdem jemanden wie Harnik da vorne drin haben, der die Dinge einfach reinmacht. Ja, und das hat vielleicht auch Stuttgart gefehlt. Ich meine, Harnik war ja in Stuttgart jetzt im Auftakt gegen Hertha 2-0 verloren, die Stuttgarter. Und die hatten die ein oder andere Chance. Vielleicht hätte so einer wie Harnik mal eine Bude gemacht. Ja, Naja. das könnte sein. Aber man muss auch sagen, dass Hertha ja letzte Saison richtig gut gespielt Ja. hat. Und ich denke, sie hatten zwar den einen oder anderen Abgang, aber nichts, wo man jetzt sagt, die verlieren komplett an Stärke. Also ich denke, dass sie schon wieder in der oberen Tabellenhälfte mitspielen Man können. muss sehen, wie das mit der Europa League. Sie starten ja schon direkt in der Gruppenphase. Da Ja. haben sie 6 Spiele. Da könnte die erste Saisonhälfte schwierig Das, ja, werden mit das. Doppelbelastung. Stimmt, die Doppelbelastung ist was, was vielen Teams, die nicht so oft international spielen, schon zu schaffen macht. Ja, aber ich denke, ein einstelliger Tabellenplatz, zumindest Platz 9, sollte auch für die Hertha drin sein. Denke ich auch, ja. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal zu den Sonntagsspielen, würde ich sagen. Ja, da gab es Und noch weniger Tore, nur ein einziges. ja, richtig. Also ich denke bei Frankfurt, Frankfurt hatte teilweise zwar ein bisschen die Oberhand und hatten mehr Chancen. Die waren schon die bessere Mannschaft. Ja, aber gut, wenn man das Tor am Ende nicht macht, wenn es den Videobeweis nicht gäbe, wäre man 90 Minuten die bessere Mannschaft Hätte gewesen und verloren. hätte trotzdem verloren. Also. Deswegen, ich denke, da muss ich noch herauskristallisieren, ob Alea, der ja jetzt neu ist, Latte wirklich die Profi getroffen. macht. Ja, genau, ob dann irgendwann der Knoten platzt und die Tore fallen oder ob man doch wieder auf Alex Meyer angewiesen ist, Es wenn er dann. wäre schade, also. Ja, der ist ja jetzt mittlerweile auch in einem Alter, wo man sagen muss, Die so Nachfolge muss langsam, geregelt richtig, werden. so langsam muss man jemand Ja, anders treffen. richtig. Aber ich denke bei der Eintracht, also ich war so ein bisschen skeptisch vor der Saison und gestern das Spiel, Ja. es war zwar in Anführungsstrichen nur Freiburg, aber sie haben schon ordentlich gespielt, die Eintracht wieder mit den vielen Neuen. Auch Ja. Boateng war auf dem Platz, ein, zwei Aktionen gehabt. Also ich denke, mit dem Abstieg werden sie vermutlich nichts zu tun haben, aber. Ich denke eigentlich auch nicht, aber da muss man abwarten. Sehen wir dann. Gut. Dann noch das zweite Spiel. Ja, Gladbach gegen Köln. Ist ja. Erwartungsgemäß eigentlich ausgegangen mit dem Ja. Gladbacher Sieg, obwohl es am Ende der zweiten Halbzeit oder zweite Hälfte, zweiter Halbzeit kam Köln nochmal stark auf. Ja, man muss sagen, der neue, also Córdoba, der ja in Mainz vielleicht nicht immer überzeugen konnte, Ja. hat schon so das eine oder andere Mal gezeigt, dass er sich gut durchsetzen kann. Aber wirklich die Durchschlagskraft hat am Ende doch Er gefehlt. ist noch kein Modest, sagen wir mal Ja, so. richtig. Das fehlt natürlich den Kölnern. Ja, genau. Aber das werden wir noch sehen, ob Córdoba sich da durchsetzen kann. Und ja, dann, also ich rechne Köln eigentlich auch wieder nicht so schlechte Chancen noch, aber Auch da da ist auch wieder. Doppelbelastung, da muss man sehen. Genau. Einstelliger Level im Platz, aber wie bei der Hertha sollte so drin sein. Zwischen 8 Ja, und 11 so, vielleicht oder 8 und ja, 10. genau. Und dann gucken wir am Ende Gladbach. Wie gesagt, hatten wir ja schon gesagt, schätzen wir wieder relativ weit oben Ja, ein. auf jeden Auf jeden Fall Fall Europa international, League. ja. Und
Genau, auch so zwischen 3 und 6 wieder. Genau. Da sind viele, viele Bewerber mit Schalke, mit Leverkusen, mit Gladbach, mit Leipzig natürlich sowieso. Ja. Also das wird spannend, denke ich, auch dieses Mal. Ich denke auch. Gut, dann kommen wir zu allerletzt noch zur Pokalauslosung, würde ich sagen. Zweite Runde hat ja uns ein Knallerspiel beschert mit Leipzig gegen Bayern. Ja. Es sind ja einige Bundesliga-Duelle in Runde 2, weil auch fast alle Bundesligisten weitergekommen sind. In der ersten Runde gab es ja wenig Überraschungen, nur Augsburg und Hamburg raus. Und jetzt Leipzig gegen Bayern, das ist schon eine Hausnummer, das wird spannend. Auch für die Bayern nicht einfach. In Leipzig ist es wirklich ein schwieriges Spiel. Und ich glaube, da können wir uns drauf freuen. Ich denke auch. Aber ich muss sagen, klar wird es für Bayern vielleicht eine der schwersten zweiten Runden, die sie jemals hatten. Ja. Aber Leipzig muss auf jeden Fall im Gegensatz zu den Schalke-Spielen noch eine ganze Schippe drauflegen, den Bayern da wirklich komplett gefährlich werden zu können. Man sagt ja immer, die zweite Saison ist die schwierigste. Ich glaube, für Leipzig wird es anstrengend. Champions League, Pokal, zweite Runde. Jetzt, also es wird eine herausfordernde Saison. Und mal gucken, wo sie am Ende einlaufen. Ich denke auch. Gut. Ja, die anderen Spiele. Dortmund hat Glück gehabt, gegen Magdeburg ausgelost. Schalke gegen Wiesbaden. Ist vermeintlich auch relativ leicht. Ja. Frankfurt spielt gegen Schweinfurt. Das ist vermutlich der leichteste Gegner. Ja, eigentlich Regionalliga auch. Bayern. Ja. Da sollte für die Eintracht doch die nächste Runde Achtelfinale drin sein. Das denke ich auch. Und ansonsten gab es nicht viele Überraschungen. Nee, es gibt einige Bundesliga-Begegnungen. Wolfsburg-Hannover, das ist vielleicht so ein kleines Derby. Ja. Dann in der zweiten Runde und wir sind gespannt, wie die zweite Runde dann Ende Oktober ausgehen wird. Das denke ich auch. Gut, dann verabschieden wir uns hiermit auch. Ja, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche, nach dem zweiten Spieltag, vielleicht kristallisiert sich dann schon ein bisschen mehr die Auf- und Abwärtstrends raus. Richtig, genau. Das werden wir sehen. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.